Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Ich habe euch in meinem letzten Top 5 Video im August gezeigt, welche 5 Investments ich für mein eigenes Business bevorzuge. Das zeichnet, glaube ich, auch dieses Format und auch diesen Channel aus, dass die Dinge, die ich empfehle, die ich euch zeige, ja auch oftmals bei mir in den eigenen Besitz einkaufe für mein Business, um diese Dinge halt auch entweder kurzfristig, mittelfristig oder langfristig dann auch mit Profit zu verkaufen. Und eine ganz interessante Box war, glaube ich, dabei, die Orbital V-Box, von denen, glaube ich, auch einige überrascht waren, weil sie auch nicht wussten, welche Booster sich in der Box befinden. Und diese Boxen sind jetzt die Tage angekommen. Ich habe eine davon hier und möchte heute nochmal gerne reingehen mit euch in diese Box, mir die mal gemeinsam mit euch anschauen und nochmal sagen, aus welchem Grund ich die so geil fand und auch nochmal bestätigen, welche Booster sich tatsächlich in dieser Box wiederfinden. Von daher, lasst uns doch direkt starten. Und hier haben wir die schöne Box auch schon von Orbital V aus der Schwert- und Schild-Ära. Diese Box kam ursprünglich rund um Vivid Voltage heraus. Deswegen haben diese Box, glaube ich, auch so viele nicht auf dem Schirm, weil sie dachten, dass es diese Box nur in einmaliger Ausprägung gibt mit den Boostern, die halt damals bei Schwert und Schild halt auch bei Vivid Voltage auf den Markt kamen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass diese Box einen, ja, nicht nur einen Printrun hatte, sondern mehrere Printruns und in diesem zweiten Printrun andere Booster es in diese Box geschafft haben. Und ich habe den einen oder anderen gelesen oder gehört, der gesagt hat, nee, das kann doch gar nicht sein, die Booster können da doch gar nicht drin sein. Es ist aber in dem Fall so, wie gesagt, weil es hier der zweite Printrun ist mit richtig, richtig geilen Boostern, die diese Box halt am Ende ganz, ganz besonders machen. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Wir haben ganz oben rechts ein Vivid Voltage Booster, das bleibt hier drinne. Wir haben vorne rechts und vorne links zwei Evolving Skies Booster. Ja, das beste Set aus der Schwert- und Schild-Ära, was diese Box an sich schon sehr, sehr interessant macht. Und das, was jetzt noch als Kirsche auf der Sahnetorte dazukommt, ist das Booster links oben, denn wie ihr sehen und erahnen könnt, handelt es sich hierbei um ein englisches Cosmic Eclipse Booster, welches alleine schon ja zwischen 13 und 15 Euro kostet. Von daher eine richtig, richtig coole Box mit einer tollen Booster-Auswahl. Ihr werdet diese Box aller Voraussicht nach nicht mehr allzu oft auf Card Market oder generell bei anderen Händlern finden. Ich habe oder kenne keinen Distributor, der diese Box noch hier aktiv im Verkauf anbietet. Von daher wird es das an den Stückzahlen, die ihr aktuell auf Card Market findet, wohl gewesen sein. Von daher umso schöner, ja, dass ich diese Box jetzt 36 Mal hier bei mir im Business habe. Umso schöner, dass ihr auch zuschlagen konntet. Denn ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass er sich diese Box zu dem Preis von ja 32 Euro auch sichern konnte. Und ich bin überzeugt davon, und das haben wir bei ganz, ganz vielen anderen Kollektionsboxen mit geilen Boostern auch schon gesehen, dass diese Box sich super gut im Preis entwickeln wird, weil wir hier einfach die Creme de la Creme der Sonne und Mond und der Schwert- und Schild-Ära dabei haben. Cosmic Eclipse, eines der geilsten Sets aus der Sonne- und Mond-Ära. Evolving Skies, das beste Set aus der Schwert- und Schild-Ära. Und auch Vivid Voltage sollte man nicht unterschätzen, denn es war das Set im Corona-Hype, welches extrem teuer wurde, welches danach extrem im Preis gefallen ist und welches immer noch das Chunky Chu, das dicke, fette Pikachu als Chase-Karte hat. Von daher auch das, glaube ich, ein interessantes Booster für ein Long-Term-Investment. Ich möchte euch, weil ihr diese Box ja wahrscheinlich so nicht mehr zu diesem Preis bekommen könnt, außer ihr findet noch irgendwo auf irgendeiner Internetseite ein cooles Schnäppchen dazu, auch nochmal die Alternativbox aus dem Top 5 Video an die Hand geben, und zwar die Arceus V-Box. Auch diese Box kostet aktuell circa 33 Euro, wenn ihr sie quasi einkaufen wollt. Auch diese Box ist super interessant, hat neben einer richtig coolen Promokarte, die deutlich besser ist als die Orbital V-Karte, auch noch eine Arceus-Figur mit dabei und auch darüber hinaus vier geile Booster. Anstelle des Vivid Voltage Boosters ein Chilling Rain Booster, also ein deutlich besseres Set. Anstelle der zwei Evolving Skies Booster, zwei Brilliant Stars Booster, auch ein Set, welches zu den besten aus der Schwert- und Schild-Ära gehört. Und darüber hinaus halt auch noch ein Cosmic Eclipse Booster. Wer also unbedingt mal auch
vielleicht einen Cosmic Eclipse Booster öffnen möchte und sich unsicher ist, ein loses Booster zu kaufen, kann super gut auch auf diese Box zurückgreifen. Aber auch für ein Investment eignet sich diese Box meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe circa 60 Stück hier bei mir in der Business-Sammlung sozusagen zum Abverkauf in den kommenden Monaten und Jahren und bin damit mega happy, weil es einfach eine so, so geile Box ist. Und ich glaube, eine coole Alternative zu der Orbital V-Box, die wir ja gerade auch schon mal gemeinsam besprochen haben. Das war's auch schon mit meinem heutigen Video zu der Orbital V-Box. Ich wollte euch auch nochmal in diesem Video zeigen, dass es tatsächlich die Booster-Auswahl ist, die ich in meinem Top-5-Video beschrieben habe. Wie gesagt, da gehört auch immer eine gewisse Recherche dazu, auch ein bisschen Glück dazu, das richtige Produkt zum richtigen Moment zu finden. Boxes-Investoren hatten die Info ja ein bisschen früher, konnten dann dementsprechend auch schon einkaufen. Aber auch als das Video online kam, konnte man die Box noch kaufen. Von daher haben sich hoffentlich ganz, ganz viele von euch eine so coole Box gesichert. Ich kann auch verstehen, wenn ihr euch die nicht kauft, denn Kollektionsboxen nehmen natürlich auch Platz ein, sind natürlich auch anfällig für Schäden, weil sie auch einfach nicht so stabil gebaut sind, jetzt sage ich mal wie Trainerboxen oder Displays. Für mich jedoch insbesondere als Händler eine richtig coole Box, die man so in sein Portfolio mit aufnehmen kann. Grundsätzlich, wisst ihr das ja, feiere ich Kollektionsboxen sowieso, weil sie einfach gefühlt in der Verfügbarkeit ganz anders da sind, nicht jeder sie für ein Investment beiseite legt und sie somit für die Zukunft ein richtig spannendes Produkt sein können. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Box findet, wie ihr die Booster-Auswahl findet und lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt, damit helft ihr mir sehr, weiter nach vorne zu kommen. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Ich sage wie immer, ja, bis bald, wenn ich weitere coole Produkte sehe, werde ich euch sie definitiv hier auf dem Channel zeigen. Von daher verpasst kein Video. Ciao, ciao.